Wer hat das hier vorne installiert? Das war doch Absicht. Das war doch garantiert Absicht. Die haben wahrscheinlich selber manchmal die Steinbrucharbeiter das gesehen. Ich vermute, dass das viel älter war, dass das schon lange hier war, ne? Bevor die überhaupt angefangen haben. Das ist natürlich meine Vermutung jetzt. Das ist meine Theorie. Ich muss ja eine aufstellen, wenn ich mich damit beschäftige, weil selbst wenn die Blödsinn ist, ich brauche ein Gerüst, ne, zum Denken. Und wer baut schon hier genau an der Spitze, an dieser Höhe, sowas ein? Zufällig? Niemals. Hier waren überall so Stangen, auch zum Klettern. Und ich habe mehrere entdeckt, die noch ganz sind. Und die hier ist eben abgebrochen. Aber guck mal, das Metall ist, wenn ich das so mit der Hand nur putze, glänzt das schon. Ne? Das ist nicht viel Rost. Das ist praktisch gar kein Rost. Es geht hier darum, dass hier so viele auch Metallstücke in Steine stecken. Natürlich keiner in der Sternbohrung, aber hier als Beispiel seht ihr, habt ihr wieder so ein Metallstück. Okay, das ist eine normale Bohrung, aber trotzdem. Das ist zum Beispiel wegen dieser Stange da. Wisst ihr, was ich vermute? Dass es eigentlich ein alter Bohrer ist sogar. So, ich werde das jetzt hier ausgraben. Wenigstens sehen wir dann, ob das jetzt eine Sternbohrung ist oder eine nur gewöhnliche. Ich habe das jetzt ausgegraben. Hier ist auch nur so ein Metallhaken. Alles ist hier verrost. Ich sehe nichts, weil hier kann man auch graben und das ist weich hier relativ. Hier sieht man einfach nichts. Das ist, glaube ich, einfach so in den Felsen irgendwie reingeklatscht. Was mich hier wundert, das hier. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist wirklich ein Bohrer, der stecken geblieben ist. Dass ich vermute, dass diese Stange auch da hinten in der Stimmung abgebrochen ist oder abgeflext worden ist. Das denke ich. Und die haben einfach die Stimmung benutzt, weil die schon da war. Ne? Ich laufe hier rum, schaue mich um und bleib dumm. Man sieht den Stern besser. Und hier sieht man so eine Art Hexaglon oder weiß gar nicht. Da ist sofort der nächste, der hat auch diese Noppen. 6 Vertiefungen hier ganz deutlich zu sehen. Kante. Ich weiß, die habe ich schon gefilmt. Ich würde jetzt die oben da filmen, weil die sind super schön. Da sind 2 oben. Die ist so schön zu sehen, die ist so lang, die Sternbohrung da oben. Mann, ich will da hoch. Seht ihr das? Ich würde gerne gucken, ob das, wie weit das reingeht noch. Aber ja, der Aufstieg ist da wirklich schon lebensgefährlich. Also ja, damit ihr mal seht, wie viele das sind. Hier sind die nächsten. Ne? Das habe ich ja schon aufgefilmt. Ich habe ja auch schon die anderen. Das sind hier insgesamt, also alleine für diese Sterne, das sind hier 6, 7 Stück. Das sind die alle möglichen Formen. Rund, eckig, sternförmig. Ist alles vertreten an dieser Wand. Deshalb bin ich hier gerne auch. Aber ich will eigentlich was Neues filmen. Ja, jetzt bin ich hier auf dieser Terrasse und habe hier eine Sternbohrung entdeckt. Das ist die, die unten wieder rauskommt. Steinchen rein. Ah, Scheiße, das hängt. Jetzt habe ich das verschüttet. Mann, ich wollte eigentlich die Spinnennetze beseitigen. Wie ihr seht, hier ist das gute Granit, sag ich mal. Ja, das kenne ich von der Sparkasse. Vor allem hier. Die Sparkasse. Guck mal, die Blöcke an. Ja, hier. Diese Granitsäule, die wiegt über 20 Tonnen. Ne? Aber guck mal, was sie da rausgeholt hat. Also, ne? Was für Blöcke. Das ist auf jeden Fall aus den Königshainer Steinbruch, die Gesteine. Ja, ich würde sagen, mir geht das auch nicht schnell genug, aber man kann das nicht beschleunigen, weil allein diese Untersuchung hier, also ich habe jetzt, ohne Übertreibung, ich habe bestimmt über 100 Stunden hier investiert.
alleine mit der Rumlauferei. Aber es macht schon Spaß, nur ich wollte sagen, guck mal, das ist so eine Wand hier, jetzt wieder mal. Ne? Guck euch das an, hol euch die Kante an. Und das hier, natürlich hier ist so ein Nopp, also das ist nicht so wie eine Glasscheibe, aber es ist erstaunlich glatt und man sieht auch keine Abbruchkante. Da auch so richtig, und wie alt, wie porös das ist. Also wo das geschnitten worden ist, kann das ja nicht so gewiss sein, weil das würde auseinanderfallen. Also, ne, ich weiß, das ist jetzt keine konkrete, vielleicht Wissenschaft jetzt in diesem Punkt, weil ich kann hier nichts nachmessen am Felsen. Das ist wieder ein bisschen anders. Das sind wieder diese glatten. Aber das ist so nebenbei. Natürlich kann ich mich manchmal auch irren. Was ist das? Wow, das ist nur so dünn hier. Wird zusammengehalten. Ja, wieso ich auch keine Leute hier unbedingt gleich haben wollte, ist erstmal, ich wollte das ja ein bisschen weiter erforschen, statt so mittendrin, so, weißt du, man findet da 20% vielleicht von den Funden hier und geht gleich hier in die Öffentlichkeit und Quatsch, und dann wird das vergessen, weil man hat dann nur, ne, zwei Spuren und bla. Aber wenn ich hier so alles zusammensammle, was ich jetzt schon habe, ne, das ist schon, in jede Form habe ich praktisch diese Sternbildungen, in jede Variation.